Und willkommen zurück. Gut, dann gucken wir mal. Gut, das Mission abschließen, 15, 35 Wächterbots und wir waren auch noch. Achso, das habe ich. Gut, das habe ich beim letzten Mal oder sowas geschafft. So, wenn jetzt wieder die epische Ladezeit kommt, wäre doof. Oh. Na gut. Ich schneide das raus. Ich merke schon, da muss man aufpassen. Der startet die Videosequenzen automatisch. Ich habe es gerade eben schon verpasst. Das ist schon das zweite Mal, dass ich mir das angucke. Du hast da unten ordentlich aufgeräumt, Sarah. Tut es dir schon leid, mich zurückgeholt zu haben? Niemals. Ich habe gehört, was mit Tykes geschehen ist. Es tut mir leid. Er hat seine Wahl getroffen und ich die meine. Vielleicht hätte er mich töten sollen. Ich habe als Königin der Klingen Millionen abgeschlachtet. Das warst nicht du, Sarah. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und verschwinden von hier. Ich ziehe mich um und wir treffen uns in einer Stunde hier. Okay, das klingt gut. Mein Frachter ist startklar und wir können loslegen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Klingt doch einfach. Verlassen Sie das Labor zusammen mit Rainer. Oh nein. Vater von Chris Eisenherz kommt. Achtung, Liga-Streitkräfte in Sektor 3, 4 und 6. Sarah. Vollständige Evakuierung erforderlich. Nova hier. Beginnt die Suche. Findet Kerrigan. Team Bravo, verstanden. Töten wird niemals enden, solange Mengsk lebt. Ich werde ihn büßen lassen. Schluss damit. Reiß dich zusammen, Liebling. Team Bravo, meldet euch. Hört ihr mich, Bravo? Alle Einheiten, Sektor 6. Los, los, los! Wir müssen los. Es ist lange her. Das ist wie Radfahren. Wie Radfahren. Voll der coole Spruch. Noch nee, noch eine Ladezeit. Achso, wenn mir einer sagen kann, was Streamedaten 82 von 84 bedeuten soll und warum beide Zahlen steigen im Laufe der Zeit, schreibt's mir mal bitte in die Kommentare. Dann werde ich das vielleicht los. Vielleicht loadet ja noch irgendwas im Hintergrund. Dann könnte ich das in Zukunft verkürzen. Und Ladezeit Ende. Jim, können Sie mich hören? Wir hören dich. Kerrigan, es freut mich, dass Sie am Leben sind. Wir sind von Ihnen abgeschnitten. Sie müssen sich durch das Labor zur Bahn kämpfen, um zu Jims Frachter zu gelangen. Alles klar, Junior. Wir kommen zurecht. Ja, hab verstanden.
Sicher. Ich bin bereit. Los geht's. Da ist ein Marodeur. Ich setze ihn mit einer kinetischen Welle außer Gefecht. So, so. Kerrigan fügt einer einzelnen gegnerischen Einheit oder einem einzelnen gegnerischen Gebäude 300 Schaden aus großer Reichweite zu. Und kaputt. Gegner von rechts! Ja, müssen wir lieber gegen den hier verwenden, oder? Roger. Gehe voran. Verstanden. Kaputte Brücke. Es gibt Arbeit. Wir rücken aus. Einsatzkommando der Liga. Helft uns, sie auszuschalten! Rücke vor. Hm. Hier gibt's wohl Heilung. Rainer, Kerrigan, diese Erste-Hilfe-Station wird euch heilen und einen Teil eurer Energie wiederherstellen. Viel Glück, ich verschwinde von hier. Scheint, als ob dieses Teil keinen Saft mehr hat. Hey, der Typ. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Geht's nicht lang? Ja. Die Marines stehen ganz schön nah beieinander. Zerquetschender Griff verwenden. Zerquetschender Griff ausschalten. Betäubt alle Gegner im Zielgebiet und verursacht im Verlauf von 3 Sekunden 30 Schaden. Guck mal, unverwundbare Marines. Rücken aus. Roger. Der Weg ist frei. Los! Gehe voran. Wieso laufen die in die andere Richtung? Weitere Einsatzkommandos der Liga. Schau hoch! Brücke vor. Wo wollen denn die Umoyana hin? Vergiss sie, wir müssen weiter. Wir rücken aus. Es gibt Arbeit. Brücke vor. In Bewegung. Na, mit den Fähigkeiten ist doch relativ easy so. Roger. Wir sind fast bei der Bahn angelangt. Sie wird uns direkt zum Shuttle-Hangar bringen. Der Korridor ist blockiert. Ihr müsst euch durch die Unterebene schlagen, um die Bahn zu erreichen. Aha, Okay, dann machen wir das. Valerian, bitte melden. Der Hauptkorridor ist blockiert. Kannst du die Seitentür A12 öffnen? Ja, kann ich. Aber seien Sie vorsichtig. Bei dem Angriff sind die Zerg aus ihren Käfigen entkommen. Ja, ich kann sie hier unten spüren. Aber ich denke nicht, dass ich sie wieder kontrollieren sollte. Darum werde ich dich nicht bitten. Wir kümmern uns darum. Die Tür öffnet sich in 3, 2, 1. Rücke vor. So viele Zerglinge! Gegner von rechts! Gehe voran. Sicher. Okay. Wir rücken aus. Hey, we win. Kerrigan, meine Streitkräfte haben die Kontrolle über die Sicherheitszentrale übernommen. Wir riegeln dieses Labor jetzt ab. Tu uns allen einen Gefallen und ergib dich einfach. Nein. Wie wär's mit nein? Brücke vor. Sie versuchen uns einzuschließen. Komm schon, Schatz. Wir müssen es durch diese Türen schaffen. Schatz. Verstanden. Gehe voran. Sicher. Wir rücken aus. Rainer ist ab sofort der Softie des Monats. Weil er beim Zerg-Schlachten das Wort Schatz verwendet hat. Roger. Es gibt Arbeit. Brücke vor. Stillhalten. Ich kriege ganz schön viel ab. Solange die sich gegenseitig töten, ist alles gut. Gehe voran. In Bewegung. Das hier erinnert mich an früher. Ich habe mehr graue Strähnen im Haar. Und ich habe mehr Zeit. Oh, wir hatten Zeitlimit. Ist mir nicht aufgefallen. Genau. Wir haben es geschafft. Wir rücken aus. Verstanden. Es gibt Arbeit. Weiter. Sie sind dabei, den Bereich zu versiegeln. Gehe voran. Rücke vor. Wir haben immer noch Zeitlimit. In Sicht. Okay. Es gibt Arbeit. Vielleicht wird es ja diesmal knapp. Rücke vor. Ein Ultralisk. Lasst uns mal sehen, wie ihm die kinetische Welle gefällt.
Ja, ich habe ihn damit schon getötet. Macht sie nieder. Was für eine Sauerei hier unten. Wir haben zusammen schon Schlimmeres überstanden. Ziel erfasst. Kerrigan und Rayner identifizieren. Roger. Hey, er konnte nicht fertig sprechen. In Bewegung. Mein Gott, Sarah, wie viele Zerglinge hast du erschaffen? Ja, vielleicht habe ich leicht übertrieben. Dieser Bereich ist beinahe abgeriegelt. Ihr müsst die Sicherheitstüren passieren. Rücke vor. Es gibt Arbeit. Rücke vor. Gehe voran. Wir haben es geschafft! Überrascht dich das? Weiter. Es trennt sie nur noch eine Tür von der Bahnstation. Rücke vor. Verstanden. In Bewegung. Sicher. Ja, Medic. Und du? Roger. Im nächsten Raum spüre ich eine deutliche Präsenz der Liga. Scheint mir ein harter Kampf zu werden. Sie halten da drin Zerg gefangen. Wir können diese Konsole benutzen, um sie zu befreien. Oder wir können damit die Gasverteidigung aktivieren. Ich glaube, ich bin für die Gasverteidigung, weil die übrig bleibenden Zerg müsste ich bekämpfen, das Gas wahrscheinlich eher nicht. Oder bleiben die mechanischen Einheiten unversehrt? Das Gas hat nicht alle erledigt. Ja. Naja, besser als nichts. Los geht's. Hab einen. Gut, viel ist nicht übrig geblieben. In Bewegung. Gehe voran. Roger. Dieser Bereich ist schon fast abgeriegelt. Los, los! Es gibt Arbeit. Rücke vor. Wir rücken aus. Easy peasy. Wir haben es geschafft. Die Bahn fährt gleich los. Verstanden. Muss ich da drauf laufen? Nee, geht auch so. Jim, wir sind auf dem Rückzug. Ich bin unterwegs zur Hyperion. Alles klar, Valerian. Sag Bescheid, wenn du auf der Brücke bist. Nur noch du und ich, Jim. Bewegung. Irgendwoher kenne ich die Stimme von Valerian. Irgendein Schauspieler hat denselben Synchronsprecher. Kerrigan muss überleben. Verteidigen Sie die Motoren der Bahn. Okay, das sind dann wohl die hier. Okay, die Map ist sehr klein. Roger. Rücke vor. So, was geht denn jetzt? In Bewegung. Sicher. In Sicht. Okay, das war einfach und meine Framerate ist irgendwie voll am Arsch gerade. Ich sehe überhaupt nichts. Hilfe! Hallo? Hallo, Framerate. Mach mal Pause an. Okay, jetzt geht's wieder. Komisch. Verstanden. Wir rücken aus. Es gibt Arbeit. Nee. Also irgendwas ist ja gerade komisch. Ich versuche das mal schnell zu reparieren. Keine Ahnung, was das war. Hoffen wir einfach, dass es weg ist. Gehe voran. Ansonsten muss ich vielleicht Grafik anstellen. Bleibt konzentriert, Jungs. Nicht. In Bewegung. Okay, hört auf, das zu beschießen. Es gibt Arbeit. Den schießen wir lieber schnell ab, nicht, dass er noch was absetzt. Wir rücken aus. Gehe voran. Oh, verdammt. Ich hab gar nicht aufgepasst jetzt. In Bewegung. Achso, das sind ja. Okay. Wir rücken aus. Verstanden. Hey. Wir sind raus aus dem Labor. Bis wir den Shuttle-Hangar erreichen, der eine Motor ist schon fast kaputt. Präsentierteller. Sicher. In Bewegung. Roger. Sicher. Es gibt Arbeit.
Verstanden. Brücke vor. Roger. In Bewegung. Gehe voran. Sicher. Wir haben einen Motor verloren. Ach, verdammt. Es sind noch 5 übrig. Lasst uns keinen weiteren verlieren. Sorry, wollte ich nicht, Alter. Gehe voran. In Bewegung. Ich mag doch auch mit allen Motoren gleichzeitig ankommen. Ich kann den Hangar sehen. Wir sind fast da. Verstanden. Roger. Ich bin Halle 1. Ein Belagerungspanzer. Wow. Mit einer kinetischen Welle kann ich ihn ausschalten. Wo? Achso, verdammt. Sicher. Fuck, der hat den fast. Gehe voran. Den hier hinten, da müssen wir aufpassen. Zeit, es ihnen heimzuzahlen. Verstanden. Ich brauche dringend neue Energie. Hab nichts mehr. Ah, okay. Mission ist eh rum. Die Liga hat irgendeinen großen Kampfläufer in den Shuttle-Hangar geschickt. Bewegung! Wir müssen sie aufhalten, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Fast da. Lass uns den Jungs hier zum Hangar folgen. Hangar. Ich habe auch Hangar. Aber das machen wir erst nachher. Roger. In Bewegung. Roger. Sicher. Lass uns den Jungs folgen. Einer ist noch übrig. Wir rücken aus. Gehe voran. Es gibt Arbeit. Na, immerhin, er hat es noch geschafft. Und jetzt wird er repariert. Our Hero of the Day. Weg damit. Erzengel in Position. Ich habe den Shuttle-Hangar gesichert. An alle Streitkräfte der Liga. Vorrücken. Jim, der Erzengel versperrt uns den Weg zum Shuttle. Genau so macht man's. Immer schön getrennt überbrücken. Verdammt. Sarah, ich finde einen anderen Weg zu dir. Beeil dich besser, oder ich leg das Ding hier alleine um. Ja, ich glaube, darauf wird's hinauslaufen. Es gibt Arbeit. Krasser Scheiß, ein Bosskampf. Hilf voran. Roger. Wow, 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 was geht denn jetzt? Brücke vor. In Bewegung. Es gibt Arbeit. Hier erstmal auffüllen. Ziel anvisiert. Schickt die Landekapseln. Verstanden. Crazy shit. Nein, nicht da reinlaufen, ihr Deppen. Sicher. Roger. Deppen. Sich eine kinetische Welle an. Okay, dann machen wir mal kinetische Welle hier so. Oh, das ist aber schlecht jetzt. Ah, doch, ich stand sicher. Okay, Glück gehabt. Verstanden. Verstanden. Es gibt Arbeit. Landekapseln im Anflug! Verstanden. Oh. Roger. Wir rücken aus. Gehe voran. Es gibt Arbeit. Gehe voran. In Sicht. Brücke vor. Ja, verdammt, jetzt habe ich keine Energie mehr, weil ich hier alles komplett ausgegeben habe an die Deppen hier. Sicher. Roger. Hab einen. Zeit, ihn heimzuzahlen. Brücke vor. Sicher. Gehe voran. Also, das ist jetzt nicht so schwer. Hooray, we win. Der Erzengel ist tot. Beeil dich, Jim. Ich glaube, es kommt noch eine weitere Welle. What? Sarah, ich komme nicht durch. Nimm mein Schiff und hau ab. Was? Wir haben uns gerade erst wiedergefunden. Nein. Ich lasse dich nicht zurück. Rainer, Kerrigan, ich bin auf der Hyperion. Wir nehmen Kurs auf den Treffpunkt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kerrigan nimmt meinen Frachter. Ich brauche ein Taxi. Verstanden. Ich schicke Ihnen ein Team. Vermassel es nein. Nicht, Valerian. Kerrigan, wir sehen uns am Treffpunkt und... Es tut mir leid, dass ich nicht früher auf Sie gehört habe.
Es ist zu spät für Entschuldigungen, Valerian. Jim, ich nehme dein Schiff, aber wenn du stirbst, bekommst du Ärger mit mir. Zur Kenntnis genommen. Wie wär's denn mit Jim, ich nehme dein Schiff und hol dich da ab, wo du bist? Epischer Logikfehler Nummer 1. Die Verstärkung der Liga trifft ein. Die Hyperion steht unter schwerem Beschuss und mein Team kommt nicht zu ihnen durch. Verstanden. Schaff die Hyperion zum Treffpunkt. Ich suche mir einen anderen Weg vom Planeten. Wir sehen uns ja, wie wär's mit Kerrigans Schiff? Nova. Sieh an, sieh an. Jim Raynor. Wenn du mir bei meinem Problem mit Tosh geholfen hättest, könnte ich ein Auge zudrücken und dich entkommen lassen. Aber du hast damals eine schlechte Wahl getroffen. Alles klar, Mädel. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Oh, sind jetzt meine Entscheidungen aus Wings of Liberty tatsächlich weiterverwendet oder habe ich das gar nicht gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir haben es mal wieder mit dem Ende der Mission geschafft, etwa auf eine Folgenlänge zu kommen. Ja. Verhindern Sie, dass die Liga während der Bahnfahrt einen Motor der Bahn zerstört. Ja, fast. Schließen Sie Mission ab, ohne dass Kerrigan Schaden durch den Erzengel erleidet. Ja, das war ganz am Ende dann doch mal der Fall, dass er mich erwischt hat. Okay, dumm gelaufen. Folge hiermit Ende und nächste Folge bald. Bis gleich. Tschüss.